herzlich willkommen. Sie sind heute zu Gast im Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen der Universität Kassel. Sie sind in einer Lehr- und Forschungseinrichtung, das heißt, wir sind eine Servicestelle für die Universität. Und mein Name ist Marina Hetzke, ich bin die Kuratorin des Hauses und für die Pflanzensammlung und ihre Erschließung verantwortlich. Das Besondere am Tropengewächshaus ist, es ist ein botanischer Garten. Da gibt es ja weit über 90 in Deutschland. Aber wir sammeln eben auf Nutzpflanzenebene und Sortenebene. Also jede Pflanze, die im Haus steht, wird für irgendetwas verwendet, sei es Futter, Nahrung, technische Zwecke oder Heilpflanzen. Außerdem versuchen wir, Unterschiede in der Sortenebene zu zeigen und wir versuchen, Systeme zu zeigen, also beispielsweise Mischkulturen, agroforstwirtschaftliche Systeme und Ähnliches. Und das unterscheidet uns von allen anderen Gärten. Wir versuchen dann eben auch so zu wirtschaften, wie es in der Lehre vermittelt wird, also nach Gesichtspunkten der ökologischen Landwirtschaft, beispielsweise indem wir ökologischen Pflanzenschutz betreiben. Es ist natürlich ganz wichtig, dass Studierende sich bei uns einbringen können und wollen. Und es gibt immer wieder wunderbare Projektarbeiten beispielsweise oder Bachelorarbeiten, die entstehen oder Examensarbeiten. Wir hatten vor einigen Jahren eine Studentin, die haben einen Hausgarten entwickelt, einen mit Fokus Ostafrika. Außerdem können Studierende natürlich bei uns ihre ersten Lorbeeren sich verdienen im Kontext Arbeit mit Gruppen. Das heißt, es gibt Lehrveranstaltungen, wo die üben, wie gehe ich mit einer Gruppe um, was muss ich wissen. Und hier Führungen machen, also sich inhaltlich vorbereiten müssen, aber auch methodisch, wie laut muss ich sprechen, wo muss ich stehen. Und ich höre immer wieder, dass das ungemein übt und auf Referate und ähnliche Präsentationen vorbereitet. Und dann ist das zu sehen, was man hier oder auch da vorne sieht. Ich habe es hier nochmal mitgebracht. Da sind dann die Samen drin und die Samen tragen sehr lange Samenhaare, die sehr, sehr fein sind. Und das ist eben das, was wir als Baumwolle ernten möchten. Gut, dann würde ich sagen, so viel hierzu, dann gehen wir vielleicht gerade weiter zur nächsten Station. Wir beschäftigen uns im Rahmen eines Großforschungsprojektes mit urban-ruralen Spannungsfeldern, das heißt ganz konkret hier am Standort Bangalore, und haben dafür ganz typische Kulturen, die in Indien angebaut werden, und versuchen damit zu verstehen, wie sich zum Beispiel Wasserversorgung, Wasserqualität, wie sich aber auch Bestäubungsverhalten in Agrarökosystemen ändern, wenn Städte ins Land hineinwachsen. Und letztendlich damit einen Beitrag zu leisten zu einer vernünftigeren Flächenressourcennutzung in diesem rural-urbanen Spannungsfeld, das uns ja weltweit immer mehr beschäftigt, weil wir auch in manchen Ländern sogar 70% inzwischen der Bevölkerung in Städte lebend haben. Wer bist du? Oh, sorry, aber was machst du mit deiner Pflanze hier? Meine Pflanze ist krank. Die hat so komische Tiere auf den Blättern und ich weiß überhaupt nicht, wie ich ihr jetzt helfen kann. Ja, lass mal sehen. Ah ja, das sind Blattläuse. Wir haben genau das gleiche Problem hier mit unserem Mais. Aber lass uns nach vorne gehen, dann kann ich dir mehr erzählen. Ja, gerne. Und was macht ihr hier gegen eure Blattläuse? Wir machen hier im Gewächshaus ökologischen Pflanzenschutz. Das heißt, wir setzen natürliche Gegenspieler gegen unsere Schädlinge ein, auch Nützlinge genannt. Und bei Mais, bei unseren Blattläusen, setzen wir gerade die Florfliegenlarve ein. Was ich für deine Hirse allerdings empfehlen würde, du kannst einfach einen feuchten Lappen nehmen und die Halme einfach abwischen. So einfach ist das. Vielen Dank für deine Hilfe. Tschüss.